mir geht es ja gar nicht darum, dass die Videos gelöscht werden. Mir wäre nur wichtiger gewesen, dass derjenige, der mein Material verwendet hat, dass er darauf hingewiesen wird, dass Creative Commons nicht heißt, du kannst kostenlos damit machen, was du willst, ohne irgendwas dafür zu tun. Nein, Creative Commons heißt nur, er kann damit machen, was er will, solange er anderen dieselben Rechte einreicht und dazu sagt, wo er sie hat, nämlich von mir. Und das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Wenn er sich bedient und die Videos sogar unbearbeitet einfach 1:1 nochmal hochladet und Monetarisierung anschaltet, erwarte ich mir, dass er die Jungs, die die Musik gemacht haben und mich auch erwähnt. Guten Morgen, Samstag früh, es ist 6 Uhr, also noch nicht ganz, aber gleich. Und ich habe mich heute aus dem Bett rausgequält. Gestern war es ein bisschen länger, gestern war sowieso ein crazy Tag. War ein Haufen Arbeit, ganz viele Leute wollten noch ganz viel haben und natürlich hat keiner Zeit, dass es erst am Dienstag erledigt wird, weil am Montag ja ein Feiertag ist. Und jetzt sind noch ein paar Dinge in der Familie zu erledigen, die mache ich dann heute. Und zwar um 7, kurz nach 7. Werden wir uns aufmachen nach Dochfen zur Cornelia. Dort müssen wir ein Holzbett abbauen. Das fahren wir dann stückchenweise mit dem Auto nach Ampfing und da bauen wir es bei meiner Mutter in der Wohnung wieder auf. Und zwar, weil die Besuch bekommt übers Wochenende zum Pfingstmontag hin und sie hat halt kein Gästebett. Und die Cornelia hat so oben am Dachboden, da wo das Heimkino ist, wo wir schon mal oben waren, wo der Umer das eingerichtet hatte, da hat sie so ein Holzdoppelbett und das nutzt sie eigentlich nie. Ja, und jetzt musste es halt von Dorf nach Ampfing. Dann haben wir natürlich Hilfe auch angeboten. Dann war die ganze Woche neben Arbeit im Homeoffice der Heizungsbauer da. Und aber die Jungs waren halt auch nicht leise. Das heißt irgendwie bei meinen Arbeitszeiten, normalerweise mache ich ja Mittag Feierabend und am Nachmittag wenigstens ein kurzes Schläfchen, bevor ich dann zu Fliegel rausfahre. Aber mit Fliegel war die Woche dann gar nichts. Und schlafen am Nachmittag war auch nicht. Dementsprechend, ja, deshalb bin ich halt jetzt irgendwie schon sehr fix und alle. Ich möchte gar nicht wissen, wie tief die Fruchteln unter den Augen sind. So, ich mache mich mal kurz ab ins Bad, sorge dafür, dass ich ein bisschen frischer ausschaue. Und dann nehme ich euch mit nach Dorfen. Aufgebaut, jetzt fahre ich dir zwar noch schnell auf Dorfen zurück, dann geht es für mich wieder zurück nach Ampfing. Luftballon ist auch zerstört. Wichtigste Aktion heute des Tages. Sag doch mal Tschüss zu den beiden. So, wieder zurück. Jetzt auch schon einigermaßen fit wieder. Die Aktion in Dorfen ist erledigt. Ich habe nicht sonderlich viel gefilmt, eigentlich gar nicht. Weil Ume hat bereits das Bett schon abgebaut. Das heißt, im Endeffekt haben wir nur alles ins Auto geladen, hier nach Ampfing gefahren, ausgeladen. Und dort kümmert sich Jan dann jetzt wieder ums Aufbauen. Von daher gar nicht viel für mich gewesen. Im Endeffekt bloß so ein bisschen einräumen, ausräumen und das Ganze ins Auto packen. Und dann habe ich jetzt noch eine Runde fleißig weitergelötet an meinem kleinen Solarprojekt. Und zwar möchte ich mal versuchen, ob ich meine ganzen iBeacons und Konsorten, also alles, was ich so im Bluetooth Low Energy Bereich habe, ob ich die auch mit einer kleinen Solarzelle betreiben kann und damit, wenn die Sonne weg ist, nicht gleich auch der Beacon wieder ausgeht und der braucht ja nicht sonderlich viel Strom, versuche ich mit dem, der kleine weiße Bobble, den ihr damit am Bild gesehen habt, das ist ein Supercap, also ein, oder auch Goldcap, sagen manche dazu, wobei Goldcap ist wie Tempo, ist eigentlich nur so ein Markenproduktname. Der kann 50 Farad Strom speichern und da möchte ich mal sehen, wie lange das ausreicht, wenn er einmal voll geladen ist. Rein rechnerisch sollte er nach einer Stunde dicke voll sein. Und dann möchte ich mal sehen, wie lange das er dann durchhaltet, bevor das Bluetooth-Gerät oder der iBeacon dann
den Job quittiert. Schauen wir mal. Wie gesagt, er braucht extrem wenig. Ausgerechnet habe ich was, dass ich damit eventuell auf 2 Tage kommen müsste, aber natürlich nicht, wenn ich eine aktive Bluetooth-Verbindung aufmache. Ah, da geht probieren über studieren, hätte ich jetzt einfach mal behauptet. Und dann braucht man nicht lange sich auf Zahlen verlassen, sondern da weiß man, wo man ist. So. Ja, da werde ich jetzt noch ein bisschen weiterspielen, dann geht es nachher einkaufen und dann stehen heute noch 2 Geburtstagsfeiern auf dem Programm. Und dann noch eine Kleinigkeit, die mich heute bzw. gestern furchtbar genervt hat. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte meine Vlogs nicht nur auf YouTube hochladen, sondern auch noch auf eine zweite Plattform. Und da habe ich mir Dailymotion ausgesucht. Dailymotion selber ist vom Portal her ungefähr das gleiche wie YouTube, aber es ist halt eine französische Gesellschaft, die das betreibt. Und dort habe ich dann mein Kanal-Intro als allererstes Video hochgeladen. Hat auch wunderbar geklappt. Wollte dann gucken, ob ich das Kanal-Intro auch mit dem Suchbegriff Alltagsvlog finde. Tipp Alltagsvlog rein und sieh da, es kommen haufenweise meiner Vlogs, die ich bisher schon gemacht habe. Also ein paar vom Urlaub auf Lanzarote und so weiter. Und dann habe ich mir erst gedacht, das ärgert mich so ein bisschen, dass die jemand hochgeladen hat. Es sind 2 Accounts, die die Videos von mir re-uploaden. Und zwar einmal Canon-Fans und einmal MacBook-Fans. Und das kam mir irgendwie komisch vor. Und dann habe ich überlegt, ja Moment, wie ist es denn lizenzrechtlich? Zum einen, weil sie meine Videobeschreibungen nicht mit übernommen haben. Das heißt, es fehlen alle Angaben zu mir, zu meiner Webseite und zu den Musikmachern, die die schönen Lieder machen, die ich in den Videos immer mit einbinde. Dann habe ich schnell nach der Lizenz geguckt, unter welcher ich die Videos veröffentliche. Und zwar nutze ich die YouTube Creative Commons Lizenz. Das ist eine BYCA, glaube ich, Lizenz. Das heißt, standardmäßig darf jeder das Video verwenden und weiterverwenden und das war von mir auch ursprünglich so geplant. Ich möchte ja, dass wenn einer sagt, hey, der hat ein schönes Cinematic, das möchte ich irgendwo bei mir mit einbauen, soll er machen. Aber die einzige Voraussetzung, die Bringschuld, die derjenige hat, der mein Lizenzmaterial verwendet, er muss nennen, wo er das Material her hat und das machen die nicht und das hat mich geärgert. Hab dann auch Dailymotion kontaktiert und die haben binnen weniger Stunden geantwortet, wollten von mir dann noch einen Ausweis, dass ich mich ausweisen kann, dass ich tatsächlich der Lizenzinhaber bin, der da auch bei YouTube registriert. Und was soll ich sagen? Ich habe mit Ausweis bestätigt, wer ich bin und zack, waren die Videos erstmal weg. Ich habe allerdings dazu geschrieben, mir geht es ja gar nicht darum, dass die Videos gelöscht werden. Mir wäre nur wichtiger gewesen, dass derjenige, der mein Material verwendet hat, dass er darauf hingewiesen wird, dass Creative Commons nicht heißt, du kannst kostenlos damit machen, was du willst, ohne irgendwas dafür zu tun. Nein, Creative Commons heißt nur, er kann damit machen, was er will, solange er anderen dieselben Rechte einreicht und dazu sagt, wo er es her hat, nämlich von mir. Und das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Wenn er sich bedient und die Videos sogar unbearbeitet einfach 1:1 nochmal hochladet und Monetarisierung anschaltet, erwarte ich mir, dass er die Jungs, die Musik gemacht haben und mich auch erwähnt. Ja, soviel zum Rant des Tages. Ist euch das auch schon mal passiert? Habt ihr auch Material, das ihr irgendwo veröffentlicht, schon mal woanders wieder gefunden, gesehen? Würde mich mal interessieren. Sagt was dazu. So, ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch was. Ich gehe jetzt in Richtung Geburtstagsfeier.